Einen vollst guten Tag, hallo, ich begrüße dich alle herzlich hier zu einer Folge von Dead Pixel. Das ist ein kleines Indie-Game in dem Sinne von den Publishern CSR Star Studios. Ja, irgendwie so. Ich habe mir das im Winter Sale gekauft und hab mir gedacht, ja, warum nicht? Hat nur ein paar Cent gekostet, ich weiß es nicht mehr. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe das jetzt ein, zwei Mal angespielt, an sich schon ganz witzig. Man muss ganz klar dazu sagen, es ist natürlich kein Spiel, was man ewig suchten wird, ne, oder viel spielt, sondern das ist eher sowas für zwischendurch. Ja. Ich überlege gerade, welche Schwierigkeitsstufe ich spielen werde. 30, also jetzt hier die Hardest. Das ist echt doch was zu krass. Ich werde das halt so lange spielen, bis ich das erste Mal verrecke. Dann ist sozusagen bei beiden Autosave, den werde ich dann eh nicht gebrauchen in dem Sinne. Ja, ich überlege gerade, normal oder hart? Normal oder hart? Ach komm, mach mal hart, wir sind ja keine Weicheier. Ja, der 15. Juli 1983. Ja. Egal, ihr könnt es euch euch angucken. Ich will euch jetzt hier nichts irgendwas versauen. Im Prinzip geht es ja nur darum, durch radioaktive Verseuchung, bla bla bla, werden halt Zombies zum Leben erweckt. Gut, für die Leute, die das jetzt noch nicht das jetzt so ganz angetan haben, hier mit dem Wieso, Weshalb, Warum, ne, toxischer Unfall, radioaktiv, beziehungsweise dadurch sind die Menschen jetzt hier, oder beziehungsweise so Zombies geworden, und halt die Untoten, und die Toten sind zum Leben erwacht, bla 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 bla. Und wir müssen uns jetzt so den Überlebenden kämpfen, weil die einen Weg nach draußen kennen, beziehungsweise weil die dann fliehen. Hier, das sind die netten Zombies, die geben ein bisschen Geld ab, ist halt ausschließlich... Was war nochmal F? Ah, egal. Egal. Passt so. Moment. Ach so. Ja, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen gespielt gehabt. Kuh war hin und her, okay. Aber, ja. Egal. So, take all. Wir nehmen jetzt mal jedenfalls alles hier mit. Free stuff, genau. Jetzt sind wir schon bei dem ersten Shop. Okay. Dann können wir jetzt erstmal hier die Items hier verkaufen. Die brauchen wir nämlich nicht. Das ist jetzt halt nicht so in dem Sinne ein Survival-Spiel, dass man halt hier lange durchhalten muss. Handgranaten, ja genau. Und so Schrotflinte kaufen tun wir uns natürlich... Munition. Davon können wir nicht genug haben. Denn den Rest bekommt man meistens auch fast umsonst. Wow. Ein Crit? Nice. Also, so habe ich noch nie einen Crit hinbekommen. Nice, jetzt haben wir auch eine Waffe gefunden. In dein Gesicht, peng peng. Also es ist nicht wichtig, hier möglichst viele Zombies zu töten, in dem Sinne. Also ist das, was mir das wenigstens so rüberkam. Oh, oh, wo, wo, wo. Zack, zack, zack. Aber die killen wir jetzt hier auch noch, weil die gehen mir auf den Sack. Eigentlich muss man mit der Munition auch ein bisschen haushalten. Also die wird relativ schnell bald... leer sein. So. Hier nochmal rein. Weil hier haben wir auch nochmal ein bisschen mehr. So, jetzt können wir wieder was verkaufen. Wieder die ganz normalen Sachen. Alles weg.
Und mein Handy piept jetzt schon. Nice. Moment, was hatte ich jetzt für nochmal für eine Waffe? Ich bin jetzt gerade am gucken, also die Redfield Bolt Action bei nee, die war besser. Alles klar, dann wollen wir uns die Munition einmal kaufen. Für die andere Waffe auch mal ein bisschen Munition. Ach, gucken hier nochmal. Moment. Ah. Wir kaufen uns natürlich so viel Munition wie geht. Wanted. Oh. Eine Beretta will er haben. Ja, die habe ich natürlich nicht. Ist egal. Peng. Immer nach vorne, nicht zurückschauen. Wuhu. Müssen wir hoffen, dass wir jetzt hier auch so weiter vernünftig durchkommen. Ja, die Zombies müssen wir jetzt nicht. Oder, ach komm, töten wir. Wir haben ja die Munition gerade noch. Dann können wir uns sozusagen sogar dabei ein bisschen Geld farmen. So. Das Geld verschwindet leider aber auch. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Also, nicht jeder Kill bedeutet jetzt in dem Sinne Geld. Und besonders, je nachdem, kann man sogar mal ein bisschen mehr für eine Kugel zahlen, als ein Zombie bringt. So. Darum arbeite ich eigentlich relativ gerne mit der Schrotflinte. Weil man da halt Spread Damage macht. Also man verletzt nicht nur einen. Z? Hm. Z verursacht nichts. Okay. Wenn jemand dieses Spiel auch kennt und mir... Oh, ich habe 41 Zombies getötet. Nice. Und mir ein paar Tipps geben will, bitte unten in die Kommentare einfach schreiben. Nehmen wir was mit. Mitnehmen. Ich weiß auf jeden Fall, hier gibt es einen Vorrat. Also, beziehungsweise nicht Vorrat. Alles hat Gewicht. Und man muss halt nachher gucken, was man alles genau mitnimmt. Am Anfang nehme ich aber lieber alles mit. What the f... Die kenne ich ja noch gar nicht. What the fuck? Lasst mich in Ruhe. Was? Was waren das für Viecher? Moment, 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 Moment. Continue Game, das machen wir doch nochmal. Autosave. Das muss ich jetzt mir nochmal antun. Das haben wir. Das hatte ich noch nie sowas. Diese Viecher. Also was maximal gekommen ist, sind so komische kleinere Viecher, nenne ich jetzt mal, die auch so diese Säure gespuckt haben. Aber das? Krass. Run. Okay. Ja, rennen kann ich bei den ganzen Zombies da gerade eben nicht. Waren die nicht schon hier? In dein Gesicht. Peng, peng. Nee, jetzt sind sie auf einmal nicht mehr hier. Hä? Peng. Genau die meine ich. Die habe ich schon ein paar Mal begegnet, aber diese Riesenhorde? Keine Ahnung, was das war. Krank. Ah, ich glaube, der lohnt sich dann wieder. Ah, nee, der hat nun... Na, toll, eine Kupfermünze. Komm, ok, ok, weiter. Autsch, ich hab ziemlich viel Schaden jetzt eingesteckt. Puh. So, jetzt erstmal hier diese ganze Scheiße verkaufen.
Komm, weg damit, weg damit. Puh, so, Items. Painkiller, Fireworks. Na, die verwende ich nicht. Der Painkiller, ich vermute mal, der ist später sinnvoll. Ja gut, wir haben jetzt eine Granate noch. Die Redfield ist stärker als diese Chamber Bolt. Darum behalte ich die. Achso, equipped. Eine verkaufe ich von der Schrotflinte. Oder. Okay, die equippte Waffe kann ich jetzt halt nicht verkaufen. Moment. Sell. Weapon. Moment, ich gucke jetzt aber jetzt mal ganz genau rein. Die macht 35 Schaden, hat 660 Reichweite, Penetration 2, also eine relativ gute Penetration. 42 Schaden. Reichweite ist auch höher. Penetration ist auch höher. Ja, dann ist die auf jeden Fall besser. Ammo. Ja, auf jeden Fall, kauf mal uns halt gut Munition. Waffentechnisch. Der hat jetzt aber hier eine Beretta. Der hat eine Beretta. 56, boah. Aber nur Penetration 7, also... Damit durchschlagen wir halt nichts in dem Sinne, aber wir können den Typen da killen. Beziehungsweise Leute, die gepanzert sind, halt, ist sie halt nicht so gut, aber ich vermute gegen normale. Ja. Was haben wir hier? Fire Rate 1, Penetration 62. Ich bin jetzt am gucken. Was hatten wir denn? Chambers Shotgun. 25, ja, ja. Das ist dieselbe. Ja. Aber die Beretta, die interessiert mich. Buy and Equipe. Da müsste ich aber die andere Waffe da verkaufen. Das ist ja die... Na, die steht hier nicht. Stopp, 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 stopp. Nee, 42 Penetration reicht mir absolut. Aber ich habe jetzt gerade hier gesehen. Okay. Running Speed. Ich kann halt... Mit Leertaste kann ich schlagen. Das ist okay. Okay. Luck. Maximal Health. Ja, das machen wir. Auf jeden Fall. Ich hätte lieber mehr HP. Dann könnten wir noch das machen. Dann kann ich halt... Mache ich mehr Schaden mit meiner Waffe. Das ist nicht verkehrt. Auf Wiedersehen, Mädels. Jo. Nur zwei Schüsse. Dieses Z habe ich noch nicht verstanden. Nice. Komm her! Ich bring dich um! Haha! Ach, genau zum Thema, das, was ich gerade gemacht habe, ist, wie gesagt, Leertaste, ja, kann man halt Zombies töten. Mal gucken wir mal, wie viel HP die haben. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okay, die haben 50 HP. Ja, die killen wir aber mal. Bam. Upsala, das war ein Schuss ins Leere. Ich brauche ja die Munition nicht. Wofür? Bam.
Ja, ich sehe jetzt gerade 19 Kugeln noch. Und da 28. Nee, das lasse ich lieber mal sein. Mein Gott, ich habe bisher noch nie geschafft, zwei Dinger zu überleben. Gut, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe ja jetzt in dem Sinne eigentlich das getan, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Neustart. Neustarten. Was ist denn das hier? Okay. Ja, das ist so eigentlich egal. Weichen wir mal aus. Ach komm. Killen wir den einen oder anderen Zombie. Ah, du bist verletzt, ne? Ich glaube, wenn man sich skillt, das mit dem... Upsala. Dann ist das gar nicht mal so schwach, wenn man hier, ja, genau, den Schaden darüber erhöht. Dann ist das bestimmt 10 Schaden, ja, 5 Schläge und so ein Teil ist... Der sieht irgendwie anders aus. Der ist auch stärker. Okay. Ah! Man kann auch durch die Fenster rein? Ups! Jetzt habe ich die Granate geschmissen. Egal. Ja, nehmen wir mal erstmal wieder alles mit. Aber hier können wir mal die Granate reinwerfen. Aua, 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 aua. Ja, wie war das nochmal? Ach, egal, mach ich einfach so. Ich hab's gerade wieder vergessen. Wir erhöhen uns jetzt erstmal unser Life. Lauf! Renn! Wir müssen hier durch. Fuck, ey. Hier sind jetzt gerade ein bisschen sehr viele Zombies. Aber wir kriegen das schon hin. Oh, mit der Waffe habe ich gar keinen Mund mehr. Huhuhuhuhu. Alive? Oh, Gott sei Dank. Was willst du denn? Was? Ich bin... Binoclers? Binoclers? Keine Ahnung. Binoclers, habe ich das? Nee, scheint nicht so. Aber was das auch immer sein mag. Wir verkaufen jetzt erstmal wieder alles. Haben dadurch jetzt sehr viel Geld bisher wieder gemacht. Und kaufen dafür erstmal Munition. A Bullet? Okay, vielleicht will mir dafür auch noch eine Waffe kaufen. Einmal die Munition dafür. Oh, hier haben wir was. Chambers Carabine. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Eine dicke Wumme. Penetration 83. Okay. Und 72 Damage. Das scheint ja schon mal nicht verkehrt zu sein. Gucken wir mal kurz rein. Ich habe hier sowieso zwei Stück von. 25 Damage. 72 Damage. Sieht ja auch. Ja, die nehmen wir. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und ich bin überlegen, die hier zu nehmen noch. Scheinen kleinkalibrigere Waffen zu sein, aber sehr hohe Penetration. Feuerrate auch sehr hoch, also wenn viele Gegner da sind, kaufen wir uns also. Dafür verkaufen wir wieder jetzt dann halt die schwächere Schrotflinte. Die brauchen wir ja momentan nicht. Jetzt haben wir 300 noch was übrig. Können wir damit noch was machen? Wir könnten hier die gucken, ob wir diese
Bohrten Magnum noch bekommen. Die Frage ist halt nur, wie stark die ist. Reichweite sehr hoch. Penetration bei 10. Das ist nicht so dolle, aber halt ein 65er Schaden. Wobei ich jetzt halt sagen muss, ich glaube, unsere Schrotflinte ist ein bisschen stärker, ne? Ja. Was macht die hier? 42 nur. Sage ich jetzt mal nur. Hat aber ein 20er Gewicht. Hier, 10 Gewicht. Das ist, glaube ich, die hier, ne? Ja. Achso, man kann jetzt direkt hier sehen, was das Sozialthema bringt. Also die Penetration geht runter stark. Ich würde aber behaupten, das ist trotzdem besser. Damit kann ich mir dann halt irgendwelche Typen dann immer raussneaken. Alles klar, kein Thema. Will ich haben. Ja. Ganz schnell wieder rein. Weapon. Ah, warte mal. Sell. Weapon, genau. Die hier wollten wir verkaufen. Dafür dann halt die Magnum mehr kaufen. Genau. Und Munition hast du keins mehr. Updaten können wir uns nicht. Wir müssen jetzt laufen. Okay. Okay, was bist du? Wow. Nice. Die Schrotflinte gefällt mir jetzt gut. Wir könnten aber eigentlich Items, genau, uns einmal heilen. Macht uns auch ein bisschen leichter. Was bist du denn? Okay, ein sehr starker Zombie also. Peng. Bam. Okay, du bist dieser starke Zombie. Dann knallen wir die mal lieber direkt mit einer stärkeren Waffe ab. Das lohnt sich nicht. Dich. Ich glaube, es macht sogar eventuell je nachdem mal Sinn, zurückzugehen, ne?